So, ich wollte euch mal zeigen, jetzt wo ich hingezogen bin. Das wird jetzt so eine Art Roomtour. Da hinten seht ihr die zwei Windräder, die sich auch je nach Windlage verstellen natürlich. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, dass da welche stehen, dass ich da drauf gucken kann. Obwohl viele, besonders alte Leute, habe ich gemerkt, das nicht so gut finden, wenn die in der Landschaft rumstehen. Aber ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen. Und hier an der Straße kommen auch ziemlich viele Jogger vorbei am Tag, bestimmt so 20 Stück, gerade eben auch wieder welche. Ja, das ist hier so die Aussicht. Dann haben wir noch hier halt ein paar Häuser einfach. Die Garage gehört nicht zu uns, aber die links daneben noch. Wir haben aber auch auf der anderen Seite noch eine Doppelgarage, die ja eigentlich so ein Partyraum ist und momentan Lagerraum. So, dann fangen wir mal hier mit der weißen Wand einfach an. Tür, hier habe ich eine Leiter, die geht einmal nach oben. Da oben habe ich aber jetzt, ich sag mal, keinen richtigen Boden, sondern man sieht hier die Stärke über dem Balken, wie stark der Boden ist. Das ist ja in Ordnung, das ist jetzt einfach Sparen von oben gesehen. Da haben wir noch ein Fenster und das müsste noch poliert werden, der Sparen. Aber da, wenn ich hier wieder raus bin, das weiter vermietet werden soll, kommt da jetzt trotzdem Korkboden drauf. Der ist noch relativ natürlich und hat keine chemischen Dämpfe oder sowas oder Absonderungen allgemein, die sich ergeben. Tür, dann fange ich mal hier bei diesem aufkommenden Wulst an. Das sind halt Textilien. Das meiste davon sind wirklich Bettwäsche, genau so heißt das. Da habe ich noch irgendwie vier verschiedene Sachen. Das werde ich auf zwei reduzieren. Das heißt, wenn man jetzt eins dann halt wäscht, dass man direkt das nächste nehmen kann. Und da sind dann jetzt dann halt auch Bettbezüge, also Matratzenbezüge und das ganz andere Zeug da drin. Aber ansonsten auch normale Klamotten noch, die aussortiert werden müssen. Dann einfach hier die paar von meinen Trainingssachen, also halt nur das Minimalste. Ansonsten habe ich insgesamt 300 Kilo Gewicht noch und noch eine zweite Stange. Das steht momentan in der Garage. Dann habe ich noch eine Hantelbank, also eigentlich eine ganz normale Bank nur und dazu zwei separate Ständer, die aber noch nicht mitgekommen sind. Hier sind noch ein bisschen Klamotten drauf, ist nur die alleroberste Schicht. Der Rest sind PC-Sachen, also PC-Hardware. Darunter haben wir eine Kiste mit was war das jetzt? Ich glaube, da waren ein paar Bücher drin und random stuff. Habe ich hier noch eine Klimmzugstange. Und da ist ein Rucksack voller Magic-Karten, was ich auch noch loswerden will. Und dann kommen hier die ganzen Kartons. Und das ist fast alles oder praktisch alles PC-Teile, PC-Hardware. Also diese drei übereinander geschalteten Kartons sind alles voller PC-Teile. Hier haben wir zwei Kartons, auch alles voller PC-Teile. Dieses Ausziehdingen, keine Ahnung wie man es nennt, ist auch PC-Kleinkram und Kabelteile. Dann habe ich hier drei kleinere Kisten, alles PC-Teile. Dann habe ich hier eine Kiste, da sind ein paar Bücher drin oder könnte. Ja, genau, das sind alles Bücher, zum großen Teil alte Studienbücher noch. Ich hatte mal 2 Semester Geowissenschaften studiert. Danach, was habe ich danach studiert? Physik ein Semester oder anderthalb Semester. Und dann noch 2 Semester Informatik, aber hat mir alles nicht gefallen. Wobei Physik hat mir eigentlich schon ziemlich gut gefallen. Da wäre aber ein anderes Video. Ja, dann habe ich halt noch einen Bildschirm, den wollte ich unbedingt mal versuchen, an meinem Laptop anzuschließen. Weil es schon deutlich angenehmer ist, dran zu arbeiten, einfach wenn man so eine Übersicht hat und alles ein bisschen größer ist und so weiter. Also ich habe bei meinem Laptop schon eine Auflösung von 1900 und das ist dann schon ein bisschen groß. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, den zum Laufen zu kriegen. Also noch nicht, trotz dass ich in den Treiber noch alles geguckt hatte und eingestellt hatte. Und ich brauchte dafür auch einen Adapter, aber es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Weiß ich auch nicht. Ja, dann habe ich hier den Mixer, den ich schon seit 6 Wochen nicht mehr gebraucht habe. Der ist auch nur geliehen von meiner Oma. Habe ich es halt noch zur Not hier stehen, falls ich halt irgendwann doch noch was mache. Dann habe ich hier 4 PCs stehen, alte PCs, die ich zusammengebaut hatte. Ein Dörrgerät, das ist so ein rundes Dörrgerät für 30 Euro. Da habe ich jetzt ein Backpapier drin, was jetzt ziemlich dreckig ist, das Backpapier.
weil ich halt manche Sachen, also so, als ich früher Rohkostbrot gemacht hatte, wollte ich halt nicht diese matschige Masse direkt auf das Plastik da drauf legen. Hat, glaube ich, vier Lagen oder fünf Lagen, wo man was reinlegen kann. Habe ich jetzt aber auch seit 6, 7 Wochen nicht benutzt oder 6 Wochen. Ja, mehr als 6 Wochen, eigentlich 2 Monate schon. Also 6 Wochen mache ich jetzt Frutaria und da habe ich die ganze Zeit über nichts und davor, glaube ich, auch schon 2, 3 Wochen nicht benutzt. Aber ich halte es mal zur Not, falls ich halt doch mal eine Tomate oder so trocknen will, keine Ahnung. Ja, hier habe ich noch eine kleine Kiste, war das da drin? Ja, da sind auch noch Bücher drin. Also eine kleine und eine größere Kiste mit Büchern. Dann 5 alte PCs, ein Dörrautomat. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kisten mit PC-Teile. Also hier sind fast nur PC-Teile drin, die oberste Lage nur. Zeug, also 9 Kisten mit PC-Teile und das Ding mit PC-Teilen. Dann, ja, hier ist einfach nur Random Stuff. Ein altes Notebook, was ich auch nicht verkauft gekriegt habe, obwohl das ziemlich qualitativ ist. Von der Verarbeitung und von der Leistung her, das ist halt ein Netbook. Es hat 11,6 Zoll. Man kann es jetzt, Moment, sehen zu meiner Hand. Ja, wiegt auch nur 1,2 Kilo und es hat einen richtig guten Prozessor drin. Also nicht diesen Intel-Atom-Prozessor. Auch eine adäquate Grafik, 4 GB RAM. Habe ich jetzt schon ein Jahr lang nicht mehr genutzt, also vom Jahr war 4 GB RAM noch ziemlich gut eigentlich. Das hatte ich sogar nachgerüstet von 2 GB. Wollte ich für 100 Euro verkaufen, obwohl das viel mehr wert ist als die ganzen anderen Netbooks, die neu 200, 300 kosten. Das hatte neu 400 gekostet und für 100 wollte das noch nicht mal jemand. Nur, weil ich kein Netzteil mehr dafür hatte, zum Anschließen, was man für 15 Euro kaufen kann. Am besten hätte ich da ein Netzteil gekauft. Für 15 das dann damit verkaufen, ja, und dann habe ich es halt erstmal stehen lassen. Hier habe ich noch 8 GB Arbeitsspeicher. Das ist das, was ich jetzt als erstes verkaufen werde. Das gibt, glaube ich, 40 Euro. Habe ich jetzt schon wieder zu lange gewartet. Da hätte ich sonst 60 für gekriegt, aber was soll's. Ja, sonst habe ich einfach nur Schlüssel und sowas. Ja, und das hier ist eigentlich meine komplette Küche. Mehr habe ich nicht. An Küchenutensilien, ein Glas, eine Schüssel, ein Teller, Brett. Messer, Gabel, Löffel, normaler Schäler, eine Zitruspresse, die Waage, die nehme ich manchmal, den Mörser habe ich jetzt noch nie gebraucht, aber kommt vielleicht noch. Halt mein Wasserfilter von Akala Quell oder Maunawai, der so ziemlich alles eigentlich rausfiltert, aber halt trotzdem mechanisch funktioniert und dann eine mechanische Handpresse, den setzt da, kostet 980, habe ich jetzt gebraucht für 55 bekommen, habe den jetzt schon 2 Monate circa. Der war auch vorher nur ein paar Mal benutzt gewesen. Ist ziemlich genial, das Ding. Ja, zusammen mit dem Mixer, den ich eigentlich nie brauche, und das Störgerät, was ich eigentlich fast nicht mehr brauche, ist das meine Küche. Und hier habe ich mir jetzt einfach ein Brett draufgelegt auf dieses Dingen. Das ist dann sozusagen meine Arbeitsfläche. Ich mache das in der Hocke. Ich sitze dann so in der Hocke und dann passt das eigentlich genau. Also Hocke finde ich eigentlich so die natürlichste Rest-Position, also Ausruhposition von Menschen. Das fühlt sich auch ziemlich gut an. Nur die meisten werden da so degenerierte Muskulatur haben, dass das erstmal ein bisschen anstrengend ist. Aber wenn man das dann halt mal ein bisschen trainiert hat, in Anführungszeichen, oder vielleicht mal ein paar Kniebeuge macht, draußen läuft, Fahrrad fährt und so weiter, und dann halt mal die Position öfter macht, dann ist das ziemlich angenehm. Und ja, das. Das Blut, das fließt auch besser insgesamt. Das finde ich deutlich besser als sitzen sowieso. Und fand ich jetzt auch besser als stehen und auch als liegen. Und dann werde ich auch nicht dazu verleitet, im Liegen ja, den PC anzumachen, dass ich das dann halt wirklich nur hier mache. Habe ich halt so eine kleine Fläche erstmal. Und später will ich mir dann unter die Fensterbank so einen Klapptisch hinbasteln. Einen ganz einfachen, wo ich auch nichts. Ich vielleicht ein paar Euro an Materialien zahle, Holz habe ich noch. Also wird mir zur Verfügung gestellt, sage ich mal so. Haben wir noch Altes. Dass ich das einfach so hochklappen kann und an der Seite dann von dem Klapptisch oder zur Seite klappen, einen so und so einen Stempel oder so halt. Oder halt auch zwei Stempel ein bisschen versetzt, dass man die dann auch ausklappen kann. Und das ein bisschen Halt hat. Ja. Da haben wir noch einen Rucksack,
Den hatte ich vorhin nicht erwähnt. Und das ist einfach ein vom Schlagzeug, wo ein Becken erst dran war. Und da hat, das nutze ich jetzt aber als Stativ. Habe ich jetzt natürlich noch nicht so oft benutzt. Und daran habe ich das Klistiergerät, Einlaufgerät. Habe ich jetzt aber auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr gebraucht oder so. Ja, den Rucksack, einen ziemlich großen Rucksack, wenn ich halt viel zu schleppen habe beim Einkaufen zum Beispiel, passt dann viel rein. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen Obst liegen, also nicht mehr so viel. Aber ich habe letzten Mal schon wieder für 50 Euro eingekauft, also ich habe jetzt kein Geld mehr, also ich habe jetzt minus 200 Euro auf dem Konto. In 9 Tagen kriege ich 235 drauf. Und dann muss ich halt erstmal so ein paar Sachen verkauft haben. Oder halt ein bisschen Tagelöhnen. Da habe ich jetzt letztens spontan von einem Bekannten ein Angebot gekriegt. Nur was, weiß nicht, Zaun streichen oder sowas, keine Ahnung.